Unsere Bundeswehr ist jetzt so auszurichten, dass sie für die erkennbaren sicherheitspolitischen Herausforderungen von heute gewappnet ist, aber auch für die noch nicht klar erkennbaren Herausforderungen von morgen, so gut es eben geht. Dieses Ziel verbindet uns alle. Es ist eine gute Tradition, dass wir zu den grundlegenden Entscheidungen zur Sicherheitspolitik ein großes Einvernehmen hatten und haben zwischen Regierung und Opposition. Sicherheit für unser Land zu gewährleisten, bedeutet heute insbesondere, Auswirkungen von Krisen und Konflikten möglichst auf Distanz zu halten und sich aktiv an deren Vorbeugung und Einhegung zu beteiligen. Deutschland ist bereit, als Ausdruck nationalen Selbstbehauptungswillens und staatlicher Souveränität zur Wahrung seiner Sicherheit das gesamte Spektrum nationaler Handlungsinstrumente im Rahmen des Völkerrechts einzusetzen. Dies beinhaltet auch den Einsatz von Streitkräften. Die Wahrung unserer nationalen Interessen und die Wahrnehmung unserer internationalen Verantwortung ist nicht eine Aufgabe für die Bundeswehr alleine. Der Einsatz von Streitkräften muss nicht immer als zeitlich letztes Mittel erfolgen. Er darf aber immer nur dann erfolgen, wenn es keine geeigneteren Mittel gibt, um den Einsatzauftrag zu erfüllen. Ziel der Neuausrichtung ist es, dass wir über eine leistungsfähige Bundeswehr verfügen, die der Politik ein möglichst breites Spektrum an Handlungsoptionen bietet und mitten in der Gesellschaft verankert bleibt. Die Aufgaben der Bundeswehr sind vielfältig. Die Landes- und Bündnisverteidigung im Rahmen der NATO, die internationale Konfliktverhütung und Konfliktbewältigung im Rahmen der Vereinten Nationen, die militärische Beteiligung im Rahmen der gemeinsamen Sicherheits- und Verteidigungspolitik der Europäischen Union, die Rettung und Evakuierung deutscher Staatsbürger einschließlich der Geiselbefreiung im Ausland, Einsätze im Rahmen der humanitären Hilfe sowie Unterstützung bei heimischen Katastrophen und Heimatschutz. Das ist ein breites Aufgabenspektrum. Wir können diesen Auftrag am besten erfüllen, wenn wir ihn gemeinsam wahrnehmen. Bundesregierung, Deutscher Bundestag, Bundesrat und die deutsche Öffentlichkeit. Die Bundeswehr reicht der Öffentlichkeit die Hand, und ich hoffe, dass die Öffentlichkeit diese Hand auch wahrnimmt, aufnimmt und gemeinsam daran arbeitet, dass die Neuausrichtung der Bundeswehr gelingt. So dienen wir Deutschland, so schützen wir die Menschen in unserem Land, so sorgen wir für unsere Sicherheit. Und dies ist für uns was ganz Wichtiges, weil Parlamentsarmee heißt für alle Fraktionen, Regierung und Opposition, dass wir uns der gemeinsamen Verantwortung für die Soldaten, die wir in gefährliche und schwierige Einsätze miteinander entsenden, stellen. Diese gemeinsame Verantwortung wird gerade auch in diesen Tagen wieder sehr deutlich, wenn wir an die Familien denken, die ihren Sohn verloren haben, und an die anderen, die hoffen, dass ihre Kinder bald wieder genesen. In Wirklichkeit ist diese Reform nichts anderes als die Aussetzung der Wehrpflicht und eine deutliche Reduzierung des Personalkörpers. Die steht im Mittelpunkt der Reform bis zum heutigen Tag. Und diese Reform, Herr Minister, ist auch nicht in erster Linie sicherheitspolitisch getrieben. Sie ist nun mal fiskalisch getrieben. Dies war der Auslöser. Und Herr Minister, Sie selbst sind in einer Falle, in die Sie sich selbst mitgebracht haben. Deshalb, Herr Minister, unsere Erwartung: Finanzieren Sie die Bundeswehrreform seriös. Wenn dies nicht gelingt, werden die Soldaten kein Vertrauen in weitere Reformschritte haben. Und ohne Vertrauen wird es auch keine notwendige, gute Motivation geben können. Die Sicherheitslage hat sich hinentwickelt von einem symmetrischen Krieg zu einer asymmetrischen Herausforderung. Das bedeutet, dass auch die Herausforderung für unsere Soldatinnen und Soldaten im Einsatz mehr denn je davon abhängen, welche Rückendeckung sie von der Politik haben, wie klar der Auftrag ist, mit dem sie in Einsätze gesendet werden. Und wir werden auch uns damit
auseinandersetzen müssen, meine Damen und Herren, dass die Legitimation zukünftiger Einsätze der Bundeswehr durch zwei wichtige Komponenten ergänzt werden muss. Einmal bedarf sie der Legitimität der Zivilbevölkerung im Einsatzland, zum anderen aber auch der Unterstützung und der Legitimität durch die entsendende Nation. Das heißt, die Erklärung, warum wir in diesen Einsatz gehen, ist meines Erachtens wichtiger und notwendiger denn je. Es ist leichter, einen militärischen Konflikt zu beginnen, als ihn zu beenden. Und ich glaube, dass wir unseren Soldatinnen und Soldaten es schuldig sind, sehr genau zu erwägen, in welches Szenario wir sie schicken, weil sie sind es am Ende, die den ultimativen Preis dafür bezahlen müssen, wenn wir eine sicherheitspolitische Fehleinschätzung vorgenommen haben. Sie wollen eine Armee, die weltweit einsetzbar ist, die im Zweifelsfall auch Krieg führen soll und die auch ein Instrument zur Durchsetzung macht- und wirtschaftspolitischer Interessen sein kann. Das alles halten wir für falsch. Sie haben bei der Präsentation der verteidigungspolitischen Richtlinien gesagt, unser Platz in der Welt werde dadurch bestimmt, dass wir von Rohstoffen und Exporten abhängig seien. Und dann unverblümt festgestellt, ich zitiere, wir haben ein nationales Interesse am Zugang zu Wasser, zu Lande und in der Luft. Das ist kühn. Meinen Sie das auch weltweit? Ich finde, Sie sollten da schon höllisch aufpassen, wenn Sie solche Redeweise, eine aggressive Redeweise, zumindest eine missverständliche Redeweise gebrauchen. Die Linke jedenfalls will nicht, dass Bundeswehrsoldaten für Wirtschaftskriege in Marsch gesetzt werden. Das ist mit uns nicht zu machen. Diese Bemerkung kann ich mir am Schluss nicht verkneifen. Die SPD mit der jetzigen Reform nur ein Problem zu haben scheint, dass man nämlich noch mehr Geld in das System Bundeswehr stecken muss, das ist kläglich für eine Partei, die sich einmal für Frieden und Abrüstung verpflichtet hat. Das ist kläglich. Wir als Linke werden jedenfalls diesen Zielen Abrüstung und Frieden weiterhin verpflichtet bleiben. Dankeschön. Zeiten sind hier schon anders geworden. Früher erlebten wir ein permanentes Schaulaufen des Verteidigungsministers mit dem Außenminister, wer der Wichtigere hier im Kabinett sei. Mit der heutigen Regierungserklärung müssen wir eines feststellen: Die Zeiten haben sich geändert. Die Frage ist auch entschieden über die strategische und sicherheitspolitische Ausrichtung der Bundesrepublik Deutschland wird im Verteidigungsministerium entschieden. Dort wird formuliert. Und insofern muss man Ihnen an dieser Stelle, Herr de Maizière, ein Kompliment machen. Internationale Verantwortung heißt, dass wir uns ausrichten müssen auf die Gefahren für Sicherheit, die sich aus der Welt ergeben. Und das sind nicht mehr zwischenstaatliche Konflikte zwischen hochgerüsteten Armeen. Das ist aber das, an der Sie immer noch in Ihrer Prioritätenreihung festhalten. Es ist typischerweise der asymmetrische Konflikt, es ist typischerweise das Vorgehen in gemischten zivil-militärischen Missionen, es ist typischerweise die Sicherung vor Staatszerfall und Ähnlichem. Ich will nicht spekulieren, aber wenn ich mir anschaue, wie die Entwicklung beispielsweise in dem Trennungsprozess zwischen dem Südsudan und dem Sudan ist, dann bin ich mir nicht sicher, ob wir weiterhin mit etwas über 20 unbewaffneten Militärbeobachtern hinkommen oder ob nicht andere mehr von uns erwarten. Aber wenn das alles so ist, meine Damen und Herren, dann brauchen wir in dieser Frage eine konsequente Ausrichtung der Bundeswehr auf die Einsatz in solchen Aufträgen der Vereinten Nationen, in multilateralen Einsätzen zur Stabilisierung von zerfallenen Staaten. Das wird die Kernanforderung sein, und nur so werden wir unserer internationalen Verantwortung gerecht.